Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Papers, Please. Steigen wir in die Geschichte ein. An Tag 21. Die Wahrheit von Astotzka. Astotzka bereit, einen tigrischen Verräter aufzunehmen. Jetzt ist es also soweit. Ein antigrischer Geheimnisverräter, den hatten wir vor einigen Folgen schon. Lange her. Aber jetzt kommt er hier an die astotzkanische Grenze und sucht wahrscheinlich Asyl oder so. Habe ich doch gesagt. Inspektor, ein Sonderprogramm für politisches Asyl ist aufgelegt worden. Asylsuchende müssen einen gültigen Asylbescheid vorlegen. Einreisende mit einem solchen Bescheid benötigen weder eine Einreisegenehmigung noch einen Ausweisanhang. Es lebe Astotzka. Habe ich doch gesagt. Wunderbar. Jetzt gibt's auch noch Asyl. So, das hängen wir nie wieder auf. Keine Sorge. Dafür kriegen wir wahrscheinlich auch Ärger, auch wenn es süß aussieht. Und dann packen wir den Schlüssel da drüben hin. So, Dokumente. Asylbescheid. Ja. Gültige Siegel. Das sollten dieselben sein wie vorher. Fingerabdrücke sind stets zu überprüfen. Wir müssen immer die Fingerabdrücke überprüfen. Okay. Und dann stehen da halt ein Haufen Sachen drauf, den wir irgendwie überprüfen müssen. Wunderbar. Dokument muss gesiegelt sein, das macht natürlich Sinn. Dann würde ich sagen, stecken wir das dorthin und ziehen das erstmal in die Mitte. So. Nächster. Papiere bitte. Besuch und einige Wochen. Wird nicht gesucht, wunderbar. Besuch, einige Wochen, 14 Tage, wunderbar, genau. Peter Heigesson, Heigesson Peter, S9C6S, S9C6S, DW4F0, DW4F0, Siegel passt, Datum ist auch noch gültig. 1,81, ungefähr, 75 Kilogramm, Schnurrbart, ist auch noch nicht abgelaufen, 14.12, das ist aber ein bisschen knapp. Hayan, na wunderbar. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wovon ich rede. Ich plapper hier einfach nur so rum. Jedenfalls fehlt er einfach ein Haar. Und daher würde ich sagen, sind sie verhaftet. Papier bitte. Ich suche Asyl, okay. Ah, Fingerabdrücke müssen wir natürlich direkt überprüfen. An Tigrien. So, die sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, die sehen alle ziemlich identisch aus. Muss man nicht unbedingt überprüfen. Hanna Tsarneva, Hanna, Antigrien, kommt aus Antigrien, wunderbar. 73PF4, 31VHN, 31VHN. Geburtsdatum 23.02.62, 23.02.62. 1,63 ist in Ordnung, 62 Kilogramm. Ausreisedatum ist wahrscheinlich, bis wann sie ausreisen darf. Siegel passt. Florian aus Antigrien ist in Ordnung. Siegel, nicht Siegel, das Datum ist in Ordnung. Bild passt. Dann darf sie durch. Danke. Ich hoffe, hier ist es besser. Das hoffe ich für sie auch. Kommt ganz drauf an. So, Papiere bitte. Wird nicht gesucht. Transit. Und 2 Tage. Transit 2 Tage, das stimmt. Ivona, Wilhelm. Wilhelm, Ivona. 5AKWN QD8X5, 5AKWM QD8X5, ich habe das ein bisschen komisch gemacht, egal, Datum ist in Ordnung, Siegel ist auch in Ordnung, 1,60, ja, überprüfen wir es einfach mal, okay, wunderbar, 46 Kilogramm, genau, lange Haare, das kann man natürlich ein bisschen schwer einschätzen, ja, hat sie alle quasi, keine Ahnung, wie man das nennt, hochgemacht irgendwie, 23.12., so, NQ aus Impor, wunderbar, Datum passt, geht auch, dann darf sie durch. Und machen sie mir ja keinen Ärger. Nächster. So, wird nicht gesucht. Roter Stempel? Was? Verpassen sie mir einen roten Stempel. Echt jetzt. Man hat mir eine bessere Arbeit in Impor angeboten, mit dem roten Stempel komme ich aus meinem Vertrag raus. In das Dorz raus, 10 Credits für sie. Nö. Ich nehme an, Arbeit, 1 Monat. Also das kann man schwer überprüfen. Henry, ciao, ciao Henry. D6VGK,
10 V4L. Wunderbar, Arbeit einen Monat, das wäre dann bis zum 1.2. Genau, Siegel ist auch in Ordnung. 1,81, 101 Kilogramm, Stirnglatze, Datum ist auch noch in Ordnung. Ja, Henry Chow, Siegel ist auch in Ordnung, wunderbar. Vereinigte Föderation, Shingleton, Datum passt, Bild passt. Dann darf er durch. Verdammt. Sie weisen doch sicher den ganzen Tag Leute ab. Warum jetzt nicht? Dann lasse ich mir etwas anderes einfallen. Und er geht wieder nach links. Er geht einfach wieder. Okay. Na dann, viel Spaß. Papiere bitte, Zweck Ihrer Reise, ich komme zu Besuch. 60 Tage Besuch. Oh, 60 Tage? Ja, das stimmt. Ja. Sie haben ein interessantes Gesicht, lassen Sie mich durch, sonst werden Sie es bereuen. Werde ich nicht. Ich bekomme ja Geld dafür. Ja, Arrestbonus nennt man das auch. So. Wunderbaren Arrestbonus. So, wird nicht gesucht? Ich habe nur meinen Pass, aber bitte hören Sie mich an. Die Zeit ist knapp, ich muss heute ins Land. In 3 Tagen komme ich mit den richtigen Papieren zurück. Zum Beweis gebe ich Ihnen etwas sehr Wichtiges, ein ganz besonderes Familienerbstück. Komplett digital, oh mein Gott. Können Sie erstmal behalten, ich komme später vorbei, um Sie mir abzuholen. Alles für einen grünen Stempel, ich will das Geld nicht. Aha, also ein Familienerbstück. Naja, das war 82, digital war dort schon ziemlich wertvoll. Ich glaube, er kommt auf jeden Fall wieder. Ja, wir können dann eben nur die paar Sachen überprüfen, die hier drin sind. Les Renardi, genau, ist nicht abgelaufen, Bild passt. Ich weiß, dass wir dafür einen Verweis bekommen. Ich komme in ein paar Tagen wieder, um mir meine Uhr wieder abzuholen. Ich weiß auch warum. Ja, ne, nehmen wir hin. Ich weiß auch warum. Er ist quasi das Ziel für unser nächstes Achievement. Daher mache ich das. So, einwandern, einwandern. Wunderbar, wird nicht gesucht. Genau, perfekt. Nevin Griffiths. Oh mein Griffiths. Keine Ahnung. Nevin, ja. 10C8A. 10C8A. 5JWKS. 5JWKS. Einwanderung unbegrenzt, genau. Datum ist ein bisschen knapp, aber passt. Siegel ist auch in Ordnung. 1,69, ungefähr 70 Kilogramm. Irokesenhaarschnitt. Ja, Datum ist auch in Ordnung. So, Republieren, Gloria Major. Bild passt, Datum ist auch noch in Ordnung. Dann darf er durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. So, Papiere bitte. Wird nicht gesucht. Zwecke Reisearbeit macht auch Sinn. Und ein paar Monate. Oh, 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 oh. Aua. Aua. Okay, der hat sich gerade selbst in die Luft gesprengt. Ich habe ihn mit einem Narkosepfeil getroffen, aber er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Aua. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ihre Schwester wurde verhaftet und ihre Tochter braucht eine Bleibe. Nicht adoptieren. Ah. Dann wären wir 5 Leute. Machen wir es. Auch wenn wir dadurch wieder ein bisschen Geld verlieren. 345 haben wir. Gehalt 6. Ist nicht viel. Ich weiß. Bestechung 5. Die hätte ich gar nicht erst angenommen. Scharfschützenbonus aber 20. Immerhin. Ja, wir adoptieren sie. Wir können sie ja nicht irgendwo alleine lassen oder so. Dann gehen wir schlafen. Die Wahrheit von Astotzka, ein tigrischer Geheimnisverräter, da und weg. Tollkühner Motorradanschlag in Gräßlin. Ja, den haben wir aber vereitelt, also alles in Ordnung. So, Sergio möchte wieder mit uns sprechen. An diesem Grenzübergang ist mehr los als im Krieg. 5 Jahre habe ich in Kolechien gekämpft. Falls du meinst, in Astotzka ist es schlimm, in Kolechien ist es 10-mal schlimmer. Kann denen nicht verübeln, dass sie herkommen. Egal, du machst eine Sache gut zu, nur weiter so. Ja, also so ein bisschen Hintergrundinformationen, die ich halt schon vorher ein bisschen erzählt habe. Es gab halt irgendwie so einen 5- bzw. 6-jährigen Krieg zwischen Kolechien und Astotzka, in dem halt diese Stadt hier, Gräßlin, in Ost und West geteilt wurde. Das ist halt so ein bisschen wie Ost-West-Berlin, ja, aber nehmen wir mal so hin, ja.
Ich habe vergessen, wann er wiederkommt. In ein paar Tagen, hat er gesagt. Ich glaube nicht, dass er heute wiederkommt. Vielleicht in der nächsten Folge dann. Ja. Wir scheinen nichts Neues zu tun, zu haben. Ja, also genau dasselbe wie gestern. So. Dann nehmen wir die Karte der Region uns vor. Wunderbar. Ziehen das hier nach unten. So. Und dann hoffen wir, dass wir hier ein bisschen mehr Geld bekommen. Weil gestern lief es echt nicht super. So. Papiere bitte. Ich suche Asyl. Wird nicht gesucht. Erstmal ein paar Fingerabdrücke. Die Bilder passen direkt nicht. Das Bild ist anders, das ist ein altes Bild. Ja gut, das werden wir jetzt überprüfen. Hoppla. Die stimmen nicht ganz, sie sind sehr ähnlich, aber die passen nicht. Bitte lassen Sie mich durch. Nö. Was soll denn jetzt aus mir werden? Ja, das tut mir leid, aber Sie sind nicht die Person, die auf dem Asylbescheid drauf ist. Das passt einfach nicht. So, Papier bitte. Wird nicht gesucht. Transit und 2 Wochen. Transit 2 Wochen, genau. Antigrin. Rebecca Nomihoi. Nomihoi. Rebecca. G088G. G088G. 5GSQQ. 5GSQQ. Transit 2 Wochen, genau. Datum ist noch in Ordnung. Siegel ist in Ordnung. 1,87. 66 Kilogramm. Kurze Locken, genau, Datum ist auch in Ordnung. Dann wäre das in Ordnung. Groß-Graus, Datum ist in Ordnung. Bild ist auch in Ordnung. Dann darf sie durch. Und machen Sie mehr, kein Ärger. Nein. Grüße. Mist. Da bin ich wieder, wissen Sie noch? Arsbomben vor, noch ein Tor. Ich habe Ihnen diesen tollen Wimpel gegeben. Hören Sie, ich habe meinen Trainer von der Sache erzählt. Der hat sich total aufgeregt. Er hat gesagt, wenn ich den Wimpel nicht wieder mitbringe, darf ich nicht mehr ganz vorne im Bus sitzen. An sich sind ja alle Sitze im Bus teuer, aber der tollste ist vorne. Ich muss ihn unbedingt wieder haben. Na, was meinen Sie, ich wollte ihn sowieso loswerden. Ist etwas ramponierter, als ich in Erinnerung hatte. So ein ziemlich großer Riss. Was haben Sie damit angestellt? Ach egal, der Trainer wird zufrieden sein. Wollen Sie Ihr Geld wieder haben? Nein? Okay, dann behalten wir die 10 Credits halt. Astotzka. Fardesto-Distrikt, genau. Hasse, Philippe Hasse, genau. 25.02.44, 25.02.44, 1,77, genau, 84 Kilogramm, kommt aus Paradiesna, Bild und Datum passen, wird auch nicht gesucht, dann darf er durch. Danke, Meister. Und feuern Sie uns in der Liga tüchtig an. Mache ich, wenn ich mal dazu komme, irgendwie Fernsehen zu schauen. Ganz okay. Arbeit und 12 Wochen. Arbeit 3 Monate sind 12 Wochen. Was denn ein Pass? Das hatten wir schon mal. Was zum Teufel? Alles. Hat wirklich alle Dokumente. Einreisebestätigung. Anhang A-Identität. Ein Arbeitsausweis. Aber nichts anderes. Wird nicht gesucht. Besuch und 8 Wochen. Besuch 2 Monate. Ja gut. Joshua Kunowski. Kunowski Joshua. 4NS1U, 4NS1U, S5K76, S5K76, Besuch 2 Monate, genau, Datum ist gültig, Siegelpass, so 1,85, jetzt achten wir auf die Größe, genau, das ist in Ordnung, 89 Kilogramm, ist auch in Ordnung, Bart, genau, Datum ist auch noch in Ordnung, so, Kolächen, Jokostadt ist in Ordnung, Datum passt auch, geht auch, dann darf er durch. Und jetzt wirklich, machen Sie mir keinen Ärger. Gut, kein Ärger. Oh, puh, es war nicht leicht, zum Glück hat die Wache nicht aufgepasst. Der will viel Geld haben, lässt aber mit sich reden. So, wir überprüfen direkt wieder das Gewicht. Ich sehe da einen Unterschied. Ist mir auf jeden Fall ein Rätsel. Was könnte es beim letzten Mal gewesen sein? Vielleicht wird es hier drin etwas zu heiß. Okay, ja, hat er diesmal was dabei? Warum, Georgie? Drogen? Das Zeug sieht doch gut aus, oder? Moment, ich gebe dir 10 Credits für den Stempel. Denk an deine Familie, damit kannst du viele schöne Sachen kaufen. Für ein paar harmlose Drogen. Ach ja, hier schon wieder. Diese Wache kann sich einen schönen Tag machen. Keine Ahnung, wie lange ich das noch durchhalte, wenn ich nichts verkaufe. Ja, das tut mir leid, aber wenn du Drogen verkaufst...
So einfach lasse ich mich nicht bestechen. Papiere bitte, wird nicht gesucht. Transit. Transit 2 Tage, wunderbar. Matteo Tiborowski, Tiborowski Matteo, UADRV, UADRV, CPG 08, CPG 08, Transit 2 Tage, genau. Datum ist in Ordnung, Siegel auch. Größe 1,90, passt quasi gar nicht mehr in das Feld rein, ist ziemlich groß, aber in Ordnung. 81 Kilogramm, was ist das denn für eine Beschreibung? Was, das ist die dümmste Beschreibung, die ich je gesehen habe. Keine Brille. Keine Brille. Das ist ein Streich. Das ist ein absoluter Streich. Einfach nur, damit ich Zeit verschwende. So, Datum ist auf jeden Fall in Ordnung. Ist ein bisschen knapp. Keine Brille. Ist ja mal bescheuert. Impor. Impor, Haihan, genau. Datum ist noch in Ordnung. Bild passt. Dann darf er durch. Keine, bei der Beschreibung keine Brille reinschreiben. Was ist denn das denn? Egal. So. Wird nicht gesucht. Besuch und 2 Monate. Besuch 2 Monate, genau. Ich hatte auch mal so eine Uhr, ich kaufe sie Ihnen ab. Ich bewahre die für jemanden auf. Ach, kommen Sie. Der kommt doch eh nicht mehr zurück. Ich nehme sie Ihnen ab. 10 Credits gebe ich Ihnen dafür. Nö. Kevink Kaulinski. Kaulinski Kevink. SEGGL, SEGGL, 8C, FCW, 8C, FCW. Besuch 2 Monate. Ist abgelaufen. Ist abgelaufen. Ja, hoppla. Konnte jetzt erst kommen, das tut mir leid. Bitte gehen Sie. Damit ich die nächste Person reinholen kann. So, Papiere bitte. Wird nicht gesucht. Zwergereise, Transit. 2 Wochen. Transit, 2 Wochen, genau. Alexander Zetschek. Zetschek, Alexander, denke ich mal. 628LV, 97GCL, 97GCL. Transit 14 Tage, genau, ist noch nicht abgelaufen, Siegel passt. 1,82, ein bisschen knapp. 91 Kilogramm, 91 Kilogramm passt. Kurze Haare, genau, Datum passt. Kollechien, Jokostadt, Datumbild passen. Ich wollte noch die nächste Person reinholen. Nein, Geschlecht. Ah, verdammt. Verdammt. Okay. Ja. Da war ich wohl ein bisschen übermütig. Genestora, Dajsowski, Peter Dajsowski, 20.07.44, 20.07.44, 1,73 in der Größe, 79 Kilogramm. Da ist ein Unterschied. So, Ostgrästin passt, Datum passt, das heißt, sollte er nicht irgendwelche Waffen oder Schmugglergut dabei haben, dann ist das in Ordnung. Es ist schon ziemlich groß. Was? Ja, frage ich mich auch. Was ist das? Was tun Sie denn da? Ernsthaft? Weiß nicht, dass ich es bemerkt habe. So, Verwarnung, kein Bußgeld. Letzte Verwarnung, kein Bußgeld. Das ist traurig. Ja. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Ihre Nichte hat die Ersparnis ihrer Mutter mitgebracht. Oh. Moment. Ersparnisse der Schwester, 100 Credits. Stark. Arrestbonus 15. Gehalt 9. Wir haben deutlich weniger Gehalt als sonst. Bestechung 10. Ersparnisse 335. 440 Credits. Oh mein Gott. Allein durch die Ersparnisse der Schwester. Es war also eine ziemlich gute Idee, die Nichte mitzunehmen. Ja. Wunderbar. Dann beenden wir den Tag hier mit. Heizung und Nahrung müssen wir natürlich alles kaufen, da es ihnen recht schlecht geht. Die Nichte ist momentan noch ganz okay, ist noch ganz gut dran, aber alle anderen sind hungrig und frieren. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir schlafen und gehen wir zum Hauptmenü. Also, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!